Im Notfall laden wir dann einfach wieder, falls irgendetwas... Okay. Wen haben wir hier? Das Schloss an diesem Tor klemmt und die Stäbe sehen sehr stabil aus. Keine Angst, wir werden uns noch Set früher oder später vorknüpfen. Nichts drin. Ich sehe mich hier gerade mal um. Oh, oh. Oh Gott, sind das viele hier. Hallo? Ich mag keine Typen wie dich. Guten Tag. Los, verschwinde jetzt. Dann halt nicht. Ich will ja nur freundlich sein. Hau ab. Die sind echt nett. Muss man schon sagen, total nett sind die. Da kannst du nicht hin. Mann, die Leute hier tun mir echt schon leid. Hm. Sind ja wahrscheinlich Gefangene vom Untergrund, oder? Ja, nein, vielleicht. Wo sind wir denn hier genau gelandet? Das ist ja auch nochmal ein neuer Abschnitt, anscheinend. Aha. Das ist ja sehr interessant. Also ich muss schon sagen, diese ganzen Örtlichkeiten... Schon nicht schlecht. Ist hier denn eine Tür? Ja, oder? Tür ist verschlossen. Das sieht hier sogar sehr nach einer Art Kirche aus, übrigens. Konntest das Schloss nicht aufbrechen. Dann versuchen wir nochmal... Moment. Wo haben wir sie denn? So, hier. Tür. Haben wir es geschafft? Jawohl. Warum werden wir denn jetzt angegriffen? Komm, weißt du was? Dann gehen wir eben nochmal in den Untergrund zurück. Ich wollte mich hier eigentlich umsehen, aber hey. Hier. So. Sehr schön. Dann ab in den Untergrund. Und ich würde sagen, falls wir die Möglichkeit haben, dann knüpfen wir uns später Set vor. Den dreckigen Mistkerl. So. Oh, da müssen wir, glaube ich, erstmal nach oben und dann wieder... Das ist ja wie ein Labyrinth. Das ist ja riesig hier. Ach, hier geht es dann noch einmal nach unten. Okay. Gut, dann gebe ich jetzt mein Bestes, Leute. Ich finde das echt spannend, muss ich anmerken. Also, falls ich etwas ruhiger werde an manchen Stellen, dann denke ich nach, dass... Kommt ganz selten mal vor. Ich mag auch die dichte Atmosphäre. Jetzt ist die Frage, hier müsste irgendwo eine Leiter sein, mit der ich nach unten komme wieder. Der lässt mich in Ruhe. So, jetzt sind wir mal draußen. Oh Gott. Was sind denn das für Gestalten hier? Also, der Kollege. Naja, auf den lassen wir uns mal nicht ein. Haben wir denn eine Möglichkeit, hier irgendwo wieder nach unten zu kommen? Alte Matratze... Oh, mit dem will ich mich echt nicht anlegen. Hallo. Ah,
Bitte nicht. Gottes Willen. Können wir hier irgendwie rein? Aha, und was ist das hier? Und wie komme ich da rein? Moment. Das sind nur Fenster. Da komme ich rein. Okay. Die verrotteten Überreste eines Diesel-LKW. Dieser Metallkoloss wird wohl nie wieder rollen. Ein LKW also. Da geht's nach unten. Bevor wir das machen. Hey, oh oh. Du nicht sehen aus wie Ghoul. Warum? Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Lass mich raten, vielleicht weil ich kein Ghoul bin. Aber ich bin ein Ghoul. Ach Mann, jetzt können wir natürlich so tun, als wären wir einer, aber... Das liegt daran, dass ich heute echt schnieke angezogen bin. Sehr nice. Ah ja. Aber ich bin ein Ghoul. Du nix Ghoul. Ich wusste. Hab ich nix verkohlen. Stimmt, und jetzt, wo du das weißt, muss ich dich töten. Oh Gott. Ja, das sieht doch... Was macht denn der für... Moment. Der macht hier irgendwelche ganz komischen... Hier, schon wieder. Ganz komischen Kopfbewegungen. Du nix Ghoul. Vorschriften sagen, nicht Ghoul. Nicht hier sein. Wer gibt dir deine Befehle? Lumir sagen, überwachen Ort. Niemand nicht hereinlassen. Nicht normale Meist bringen. Normale zum Lu. Hey. Okay, gehen wir zu Lu. Oh Mann, ich weiß es nicht. Das ist immer so schwierig, in den Dialogen die richtigen Möglichkeiten zu wählen. Das Tolle am Spiel ist ja eigentlich auch, dass wir... Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Wir können das Spiel eigentlich mehrmals durchspielen. Also das Spiel hat echt einen sehr großen Wiederspielwert, weil man einfach in jeder Aufgabe hat man mehrere Optionen zur Auswahl. Und auch jetzt hier haben wir ja mehrere... Option, wir können ihn ja auch gleich töten oder wir können versuchen, das irgendwie friedlich zu lösen. Aber ich bin kein normaler. Harry durcheinander. Du nix cool, du nix normal. Du sein was? Ich bin ein hochentwickelter Roboter. Oh nee. Ich würde gerne alles ausprobieren. Ich bin ein Supermutant neuester Art. Nein, Harry dich nix kennen. Dich nix mögen. Na, verdammt. Werde ich jetzt umgebracht? Shit. Oh oh. Heilige Scheiße nochmal. Das sind viel zu viele. Wie können die nicht alle töten? Ich würde das mit dem Roboter ehrlich gesagt noch gerne ausprobieren. Was ist, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt den Punkt hier nochmal lade mit Z. Ich mach das jetzt einfach nochmal. Ich würde gerne nochmal die anderen Optionen durchgehen. Tut mir leid, wir ballen uns auch. Boah, das ist immer so schwierig. Sich zu entscheiden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Hier können wir wieder nach oben und dann können wir nochmal mit ihm reden. Speichern. Moment, den will ich behalten. Aufnahme 3. So. Da können wir nämlich wieder nach unten gehen. Die scheinen auch nicht gerade sehr helle zu sein. Wir reden nochmal mit ihm. Hey, du nicht sehen aus wie Ghoul. Warum?
Also, ich weiß nicht, ob ich diese Auswahl hier nehmen sollte, aber ich finde die einfach super. Du nix cool. Ich wusste, habe ich nix verkohlen. Ja, das sieht doch jeder. Du nix cool. Vorschriften sagen, nicht cool, nicht hier sein. Wer gibt dir deine Befehle? Du mir sagen, überwachen Ort, niemand nicht hereinlassen, nicht normale meist bringen, normale zum Lou. Hey. Aber ich bin kein Normaler. Harry durcheinander. Du nix cool, du nix normal. Du De, sein was? das liegt daran, dass ich ein hochentwickelter Roboter bin. Nein, Harry dich nicht. Verdammt! Es war eigentlich klar, aber ich wollte es trotzdem ausprobiert haben. Das war nicht Deine schlecht. Knochen. Ja, meine Knochen. So, aufgepasst, Spieladen, wir haben ja nochmal gespeichert. Zum Glück. Ja. Wie hieß die örtliche? Moment. Nekropolis Wasserstelle. Hier ist die Wasserstelle. Okay. Ich glaube auch einfach, wir können die gar nicht töten. Also auch wenn ich das wollen würde, wir können die einfach nicht alle umbringen. Sind echt zu viele. So, etwas Verstrahlung. Hier. Ich habe noch dieses komische Unsichtbarkeitsteil hier. Können wir denn nochmal mit ihm reden? Ich würde das gerne Hey, ausprobieren. du nix sehen aus wie Ghoul. Warum? Du nix cool. Ich wusste, du nix cool. Du bald herausfinden. Okay, bring mich zu da. Wir probieren es einfach mal. Oh, das ist sehr gut. Weißt du, ich hatte Zweifel, als meine Offiziere meinten, sie hätten einen Supernormalen gefangen. Es ist so schön, dich zu sehen. Hallo? Ich bin super normal. Habt ihr das gehört, Leute? Und das ist was Gutes, glaube ich. Was wollt ihr von mir? Na, bevor du zu uns gehörst, natürlich. Ich kann doch nicht einen Supernormalen haben und ihn nicht zu einem der Auserwählten machen, oder? Nachdem du mir gesagt hast, wo deine Wut ist. Ach ja, ich habe keine, also ich finde das jetzt interessant, dass wir den Herrn hier treffen, aber ich, woher weiß der überhaupt, dass wir aus einem Wurz sind? Ja gut, weil wir wahrscheinlich super normal sind, das heißt, wir wurden nicht dieser ganzen Strahlung ausgesetzt, also ist es wahrscheinlich logisch, dass wir an einem Wurz waren. Nur unter einer Bedingung. Bedingung? Wie reizend. Komm, amüsiere mich mit deiner Bedingung. Zuerst will ich dich was fragen. Aber sicher, liebes Menschlein. Ich bin gespannt, was du fragst. Was macht ihr hier? Mein lieber Mensch, das ist der große Schöpfer. Hier schaffen wir die Meisterrasse und sichern die Einheit. Es ist so herrlich, glaub mir. Das ist mir nicht geheuer. Überhaupt nicht. Erzähl mir über die Die Einheit. Einheit ist unser Ziel. Es ist ganz einfach, wirklich. Sicherlich spürst selbst du den stetigen Niedergang der Zivilisation. Ja, schon, aber. Der Supermutant ist die nächste Stufe der menschlichen Entwicklung. Zum Wohl der Welt werden wir alle Würdigen verwandeln. Einfach, wirksam, ruhmreich. Er macht also jeden zu einem großen, grünen, hässlichen Mutanten, um die Welt zu retten. Wie nächste Das Entwicklungsstufe? ist doch offensichtlich, selbst für den flüchtigsten Beobachter. Wir sind hochintelligent und immun gegen Krankheit. Die Starken überleben. Wir verbessern die menschliche Rasse. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich so werden will. Ziemlich hochgestecktes Ziel. Wie bist du überhaupt entstanden? Ah, die
Wunder der Technik. Vor dem Krieg stellten menschliche Forscher das Mittel namens FEV her. Es sollte den perfekten Menschen schaffen. Du bist also der perfekte Mensch. Besser, übermenschlich. Auch ich war einst ein Mensch. Ich war wie du, eine Schnecke, schlürfend im Schleim, bevor ich FEV bekam und meine ruhmreiche Verwandlung geschah. Ach du Heilige, das ist wirklich... Wir erfahren sehr viel über die Geschichte gerade, muss man anmerken. Also ich meine, als wir in diesen einzelnen Örtlichkeiten waren, erfährt man ja immer von den Leuten ein paar Sachen. Wir wissen ja, dass 2077 eben der Atomkrieg ausgebrochen ist und wir 2161, also fast 100 Jahre später, erst aus dem Vault rausgegangen sind. Und die ganzen Menschen, die nicht in den Vaults waren, die sind natürlich irgendwie mutiert oder verseucht oder sonstiges und wahrscheinlich auch nicht mehr ganz beim geistigen Verstand. Ihr wollt also alle mit dem FEV-Virus infizieren? Genau. Jetzt verstehst du. Ja klar, kann ich dich noch was fragen? Sicherlich. Wir haben alle Zeit der Welt. Vertrau mir. Ich vertraue dem kein bisschen. Für wen arbeitet ihr? Alle arbeiten für den Meister, um die Ehre der Einheit aufrechtzuerhalten. Er war der Erste, weißt du. Warum arbeitet ihr für ihn? Schicksal. Man nimmt's, wie es kommt. Ich war der Stärkste meines Trupps, der das Virus bekam. Und ich habe immer die Ideale der Einheit und des Meisters unterstützt. Denn er hat recht. Und für meine Hingabe wurde ich belohnt. Wie ist denn dieser Meister? Er führte uns zum lebensspendenden Virus und ist der Vater von uns allen. Und nun will er dich treffen. Fühl dich geehrt. Bevor mir diese Ehre zuteil wird, wie wär's, wenn du mir ein paar Fragen beantwortest? Nur zu. Stell deine Fragen. Wir haben Zeit. Wozu braucht ihr mich? Hast du noch immer nicht begriffen. Du bist ein Supernormaler. Bald bist du einer von uns. Ich will, glaube ich, nicht unbedingt einer von denen werden. Obwohl mich jetzt... Die machen alle so komische Kopfbewegungen. Naja, Bevor ich so wie du werde, würde ich gerne noch was anderes wissen. Wie könnte ich... Ich will gerade nochmal, für wen arbeitet ihr? Alle arbeiten für den Meister. Schicksal. Man nimmt... Er führte uns zum lebensspendenden Virus. Und wo ist er? Er ist mit den Children of the Cathedral beschäftigt. Ah ja. Sie halten uns für Götter. Natürlich kann man ihnen das nicht verübeln. Die Children of the Cathedral, also von der Kathedrale, von denen haben wir auch schon sehr viel gehört. Ihr haltet euch für Götter? Natürlich nicht. Wir sind die Zukunft. Bevor diese Zukunft kommt, würde ich gerne noch was anderes wissen. Ich glaub dir nicht. Können wir denn nicht mit ihm mitgehen? Also ich würde einfach vom Prinzip her wissen, was jetzt passiert, wenn wir mit ihm mitgehen würden. Bevor diese Zukunft kommt, würde ich gerne noch was wissen. Nur zu. Stell deine Fragen. Wir haben Zeit. Also wir können jetzt auch nicht einfach mitgehen. Mein lieber Mensch. Das ist der große Schöpfer. Hier schaffen wir die Meisterrasse und sichern die Einheit. Es ist so herrlich, glaub mir. Scheint so. Braucht ihr dies alles hier zum, Schöpfen? Derzeit gibt es ein kleines Problem mit der Vermehrung. Wir arbeiten daran. Noch müssen wir die Container benutzen, um Menschen zu Supermutanten zu machen. Auch dir wird diese Ehre zuteil. Sofort. Oh Gott, in was sind wir denn hier reingeraten? Zu gütig. Noch eine Frage, bevor ich versinke. Wie könnte ich so eine Bitte nur abschlagen? Oh, du bist aber putzig. Naja, komm. Ja, und, ja. Alle Arbeit, die Einheit. Der Supermutant ist die nächste Stufe der menschlichen Entwicklung. Zum Wohl der Welt werden wir eine alle Wahl hat man also verwandeln. Nicht. Einfach. Ja. War es deine Wahl,
in dieser Welt aus Asche geboren zu werden? Wir, die Supermutanten, sind am besten für die Zukunft gerüstet. Was bedeutet schon eine freie Wahl im Vergleich zum Leben? Darüber lässt sich streiten, aber inwiefern seid ihr besser gerüstet als normale Menschen? Das ist doch offensichtlich, selbst für den flüchtigsten Beobachter. Wir sind hochintelligent und immun gegen Krankheit. Die okay, das kennen wir ja schon. Genau, jetzt verstehst du. So, jetzt, ich weiß, ich habe jetzt ziemlich viel die Dialoge durchgegangen, aber das ist ein Fehler. Oh, wie schade. Ich hatte so gehofft, dass du das Licht sehen könntest, bevor... Naja, wenn du erst einer von uns bist, verstehst du es sicher. Dann niemals! Einheit lieben. Das ist schrecklich. Hörst du schrecklich? Das werden wir sehen, oder? Nein, nein. Oh Gott. Geht's jetzt besser? Da Folter eine so brutale, doch seltsam befriedigende und wirksame Technik ist, frage ich dich jetzt ganz nett. Wo ist die Vault? Okay, der foltert uns jetzt also, um zu erfahren, wo die restlichen Menschen sind und, okay. Okay, sie liegt jenseits der Berge westlich von hier, ich zeichne es dir auf. Ich verrat's nicht. Ich habe gehofft, du würdest das sagen. Oh oh. Oh Mann, ey. Nein! Oh Mann. Wie war das? Hast du jetzt Lust zu reden? Nun, wo waren wir? Oh, natürlich. Die Vault. Die halten sich selber für die nächste Stufe, also für die nächste Entwicklungsstufe der Menschheit und wollen alle Menschen eben auf ihre Stufe bringen. Aber was sie hier machen, ist unmenschlich. Bastarde. Ah, jetzt geht's mir besser. Und dir? Nun, sei ein gutes Menschlein und sag mir, wo der Vault ist. Es wird langsam langweilig. Okay, aufgepasst. Wir haben ja noch den Speicherpunkt, bevor wir hier unten gelandet sind. Ich würde mich auch echt gerne umsehen. Fahr zur Hölle. Wie ich deinen Mut bewundere. Wachen, bringt ihn in die Zelle und bereitet ihn für das Virus vor. Wenn er einer von uns ist, sagt er uns schon, wo seine Vault ist. Ich war mir nicht sicher, ob er uns jetzt umbringt, aber sein Ziel ist es ja, uns zu einem Supermutanten zu machen. Wenn du so sicher bist, dass ich's dann verrate, was soll das dann alles? Das hat Spaß gemacht. Heilige. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir hier in dieser komischen Untergrundstation. Das ist ja übel. Und wo ist unser Hund? Oh Mann. Immerhin, wenn du Toilettenfetischist wärst, wäre das doch was Nettes für dich. Wollte ich eben sagen, ne? Wenigstens eine saubere Toilette, also. So, du wäschst deine Hände. Oh, hä? Bett. Okay, wir können uns hier umsehen. Das ist so skurril hier alles. Wie sich die Geschichte... Also, mir gefällt das, aber wie sich die Geschichte hier entwickelt. Ich nenne das einfach mal Labor jetzt. So. Also wir können hier ohne Problem erstmal rumlaufen. Dann sehen wir uns hier um. Was tust du da außerhalb deiner schützenden Zelle? Herumlaufen. Du solltest dich in deiner Zelle aufhalten. Die Wachen wollen, dass wir zu unserem eigenen Schutz hier bleiben. Die Roboter sind darauf programmiert. Normale, die ohne Begleitung sind, anzugreifen. Wenn ich erst einmal...
Wenn ich erst einmal eingetaucht worden bin, kann ich die Einheit unterstützen. Okay, also die Leute hier, sie unter anderem, will ein Supermutant werden und diese Einheit unterstützen. Aber wir wollen, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Das ist doch krank. Das möchtest du tun? Natürlich, das ist die einzige Chance für die Menschheit zu... Ja, okay, was auch immer, viel Spaß. Geblendet, ey. Das ist garantiert nicht richtig. Ach du Scheiße, ey. Glaub mir, Leute, ich werde alles tun, um das zu verhindern. Wobei mich jetzt wirklich interessieren würde, können wir wirklich zu so einem Supermutanten werden? Also, wenn wir es nicht verhindern. Kann das echt passieren? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt greifen die... Okay, ich hab... Heilige nochmal. Besonders, ich hab fast keinen... Und wir haben... Ja, wir haben keine Items dabei. Das war eigentlich klar. Ja, das bringt nichts. Ah, verdammt. Ach, hier ist übrigens der Hund wieder. Huch, naja. Aha. 3, 4. Warning. 3. Waren wir schon in der 3? Moment. Sollen wir nochmal reingehen? Hier? Ah, ich glaube, wir waren in der 3 schon.